So. Dup, 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 dup. 1, 2, 3 und dann haben wir hier den vierten sozusagen. Und dann müssten wir eigentlich die Wand noch zumachen. Da reicht es ja, wenn wir da nur die Wand haben. Aber die würde ich natürlich trotzdem noch gerne aus Cobblestone haben. So. Dann haben wir das soweit fertig. Ich bin sehr gespannt, wie das wird da oben. Hier müssen wir auf jeden Fall noch zumachen. Denn wir müssen noch einen Weg finden, wie wir da nach oben kommen. Oben müssen wir nämlich auch ein bisschen Redstone verlegen. Das machen wir doppelstöckig. Hier unten haben wir dann das Redstone für die Felder, also hier für die Dinger. Und oben haben wir dann das Redstone für die Sticky Pistons, die noch keine sind. Vielleicht sollte ich da mal welche holen und bei der Gelegenheit mal wieder ein bisschen was wegbringen. So, Gras wächst, ne? Ja, Gras wächst überall hin. Super. Da frei mi da. So, da fehlen noch Treppen. Ich habe gerade keine dabei. Unten liegt, glaube ich, noch eine drin. Hui. Schon eine Dreiviertelstunde am Aufnehmen und immer nur noch im Untergrund rumkrepeln. Mein lieber Herr Tourette-Syndrom. Ach, so, warte. Ach ja, da oben haben wir jetzt ja noch, ach du Scheiße. So, Cobblestone und Erde können wir dann hier reinpacken. Zack. Da haben wir ja nicht so viel von. Oh, doch schon ein bisschen mehr geworden inzwischen. So, da haben wir wieder Iron Ore. Iron Ore packen wir wieder in den Iron Ore Stapel. Und stattdessen Gravel brauchen wir eigentlich nicht mehr. Oder? Oh, ich glaube nicht. So, mal ganz kurz gucken. Sticky Pistons haben wir hier. Sticky Pistons, zack. Holen wir uns da. Crafting Table brauchen wir gerade nicht. Eine Ladder wäre ganz formidabel, wenn wir die mitnehmen würden. Die können wir nämlich wahrscheinlich brauchen. Genau wie eine Iron Door. Und Hebel können wir uns eigentlich selber bauen. Gunpowder, okay. Books. Grass. Hui, hui, hui. Wie herbstlich hier alles aussieht. Woran die Honeyball so denkt immer. Mit dem Herbsttexturenpack. Finde ich toll. So, hier könnten wir eigentlich nochmal, pass mal auf, die 15 haben wir ja noch übrig. Da können wir hier mal eben ganz kurz plupp, 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 plupp. Plupp, plupp, plupp. Können wir zwar unten auch noch gebrauchen, aber dann haben wir das hier oben schon mal zu. Und wieder einen Slot frei im Inventar. Wird eigentlich ganz cool, ne? Dann kann man hier unten so durchgehen. Und hier, nehme ich mal an, ist immer noch das Bauernhäuschen. Oder halt das Erntehäuschen, je nachdem. Da muss ich mal genau gucken, wo ich die Hebel hinmache. Das weiß ich nämlich selber noch nicht genau, weil ich würde es gerne so machen. Die Hebel müssen so positioniert sein, dass man einerseits natürlich hier schnell mal gucken kann, wie alles runterkommt, das wäre schön. Und andererseits vielleicht, dass man von da aus schnell hochkommt, von hier aus oder so. Damit man auch von oben gucken kann, wie es aussieht. So stelle ich mir das vor. So, Gras wächst und was wollte ich machen? Ich wollte hier hinten noch ein bisschen... Ich wollte Redstone holen, ich bin ja auch ein Fröbel. So. Und nicht nur Redstone, ich wollte ja noch was anderes holen. Scheiße. Hallo? Regen. Er fällt uns auf die Häupter. Und wieso kann ich das jetzt nicht mehr mitnehmen? Nein! Wurde was geändert? Hä, wieso kann ich einen Sticky Piston nicht mitnehmen? Willst du mich verarschen? Hey! Na, das ist ja jetzt Schiebung. Ich kann ihn nicht mitnehmen. Also manchmal muss man sich schon fragen,
Da wurde doch einiges verschlimmbessert, verdammt. Ich hab doch nicht so viel Schleim, dass ich den so... Oh. Naja. So, jetzt nur Redstone und hier mache ich mal ganz kurz, damit es nach was aussieht. So, ich mache hier nochmal ganz kurz die Wand rein. Dann haben wir es zumindest schon mal gemacht, ne? Dann lassen wir hier nichts unfertig zurück, wie sonst immer. Sondern dann sieht das jetzt schon so aus, wie es aussehen soll. Ich überlege gerade, ob ich nicht hier hinten vielleicht auch noch den Aufstieg mache. Ins Obergeschoss. Wäre eigentlich keine schlechte Idee. Dauert jetzt zwar noch ein bisschen, aber das sind wir schon gewohnt. Boah, wie viele Spitzhacken wir hier schon verbraten haben hier unten. Darf man keinen erzählen. So, huch. Pass auf, das mache ich dann so. So, so, Mist. Das darf natürlich nicht passieren. Jetzt hier nochmal. Zack, zack. So, und wir haben keine Cobblestones mehr. Das ist ja unfassbar. Habe ich auch noch nie erlebt. Jetzt kann ich natürlich hier was rausgerätschen, aber die werden wir dann natürlich dann auch wieder brauchen. Na, ist egal. Dann machen wir das erstmal so. Wir haben, glaube ich, noch Cobblestones in der Chest da vorne. Dann passt das schon irgendwie. Außerdem stört mich, dass das jetzt so oft regnet die ganze Zeit bei Minecraft. Das ist mir irgendwie ein bisschen zu viel, finde ich. So. Huch. Huch. So, naja, lass ich erstmal so. Hier müssen wir dann eh noch zubauen. Da oben müsste auch noch was hin. Und ich glaube, wir müssen dann noch einen in die... Mist. In die Höhe gehen. Wer wird denn gleich in die Höhe gehen? Ich hole mal eben noch die letzten Cobbles, dann können wir das zumindest gleich mal fertig machen. Juhu! Juhu! Es wächst und wächst und wächst! So, huch, was mache ich denn da? Ich wollte Cobbles holen, 64 reichen dann. Mist, ich brauche noch Sandsteine, um die Übergänge wieder dicht zu machen. Na, ich bin ja ein schlauen einer. So, dann mache ich hier erstmal dicht, zack, zack, zack. Eigentlich müssten wir oben noch alles zureißen. Aber das ist mir gerade egal. Ja, ja, ich mache da alles richtig diesmal. Nee, machen wir auf jeden Fall noch. Hier muss wieder dicht. Und dann lass mich mal überlegen. Hier kommt man lang, ne? Das ist so in der Höhe, okay. So. Wenn wir es machen, machen wir es richtig. Hier kommt dann, hier kommt dann Kobbel hin. Ich hole dann gleich noch Redstone aus dem Lager, dann verlegen wir hier unten schon mal ein paar Drähte. Und jetzt machen wir erstmal hier, damit es richtig aussieht. Zack, zack. Scheiße. Ja, damit es richtig aussieht. Naja, immerhin können wir ja so machen. Das ist ja schon mal viel wert. Mist. So, zack, 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 zack. Dann machen wir wieder zwei Spitzhacken. Zwei, eins, zwei, eins, zwei. So, das packe ich mal dahin. Ach du Scheiße, ich hoffe, das dauert nicht mehr allzu lange, dass wir bald mal wieder was anderes machen können. Ich habe immer so ein schlechtes Gewissen gegenüber der ungeduldigen Leute.
Ich weiß gar nicht warum, man will es ja mal allen recht machen, auch wenn das schon, wenn das inzwischen schon völlig unmöglich ist. Trotzdem hat man dann noch irgendwie diese naive Vorstellung, ach naja, vielleicht könnte ich es ja schaffen. So. Dann machen wir hier einfach so was rein. So. Weißt du was? Ich glaube, dann machen wir das so. Das wird sich wahrscheinlich später nochmal ändern, aber ich mache das erstmal vorläufig so, dass man dann da reinkommt irgendwie. Eigentlich müsste ich dann mit Sandstein machen oder sowas, ich weiß es nicht genau. Und hier hast du dann quasi den Eingang in den Backstage-Bereich mehr oder weniger, zack. Die Frage ist, mache ich dann so einen Zweier-Durchgang? Reicht eigentlich, ne? Muss ja jetzt nicht hier luxuriös sein oder so. So, das nehme ich mit, das nehme ich mit. Das nehme ich mit, das nehme ich mit. Und schon wieder kein Cobblestone. Na super. Okay, pass auf, dann mache ich das so. Nehme ich das hier auch alles mit. Und dann haben wir hier einen wunderschönen Zweier-Durchgang. Ich hoffe, der reicht dann auch von der Breite her. Geht aber, ne? Ist jetzt nicht wunderhübsch, aber ist auf jeden Fall funktionell. Dann kommt man hier zu den Dingern durch. Hier mache ich nochmal zack. Den hier. Und den hätte ich dann ja auch gern so, also doppelstöckig. Ich kann ja diesen Dingern immer noch nicht bauen. Ist immer eine kleine Katastrophe. So, der muss weg, dann kommt der dahin. So. Hier ebenfalls das Gleiche. Ich überlege, ob ich da vielleicht was anderes mache. Macht aber keinen Unterschied. Ich glaube, der Übersichtlichkeit halber lasse ich das mal so, wie es ist. Dann kommt das hier durch und so weiter und so fort. Wobei, das könnte ich dann wieder mit dem da verbinden. Ich glaube, das mache ich auch der Einfachheit halber. Weil wir brauchen, das hier ist ja quasi... das müssten Karotten sein. Das erste sind auch Karotten. Das heißt, die Felder kann ich dann verbinden. Dann wird es einfach mal ein bisschen einfacher. So, und ab hier kann ich dann la 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 und habe natürlich jetzt keine Dinger mehr. Kann dann hier quasi immer so Gänge ziehen. So, was ich jetzt mache, ich hole mal Redstone. Ach, muss ich raus in den Regen. Uah.